Generation Gerechtigkeit fällt mir zum Beispiel das Problem ein, dass wir ja durch den demografischen Wandel immer mehr Ältere haben, immer weniger Jüngere. Das heißt, dass immer weniger Jüngere im Grunde die Renten für die Alten bezahlen müssen. Also Generationsgerechtigkeit bedeutet für mich, wenn es natürlich nicht so viel Jugendarbeitslosigkeit gibt, weil der Generationsvertrag ja so nicht funktioniert und die Rente nicht mehr an die Wirtschaft gebunden ist. Also in der Zukunft wird es so sein, dass es mehr ältere Menschen gibt und dass man sich dementsprechend auch vorsorgen muss fürs Alter. Also Generationengerechtigkeit ist, glaube ich, so ein Thema, über dass man gerade als junger Mensch vielleicht gar nicht so viel nachdenkt, obwohl, weil man eigentlich, aber glaube ich, die Bedeutung davon unterschätzt. Wir älter werden und junge Leute, die lange brauchen, bis sie anfangen zu arbeiten. Viel zu lange. Jeder studiert. Ich würde es jetzt auf den Generationsvertrag übertragen, dass jetzt nicht die Generation nach uns die Kosten unserer jetzigen Generation trägt, dass da aber so ein gewisses Gleichgewicht herrscht. Wenn kein Austausch zwischen Generationen stattfindet, läuft immer irgendwo was schief. Also gibt es immer eine Schieflage. Das ist in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter. Wenn die Jugend nicht weiß, was die Alten meinen oder machen, dann verstehen sie sich gegenseitig nicht. Darauf Acht zu nehmen, dass in Bezug auf Technologien alle Generationen dazu Zugang haben und der auch für bestimmte Generationen vielleicht anders dargestellt werden muss als für eine jüngere Generation. Dass Kommunikation zwischen den Generationen stattfindet. Das bedeutet für mich, dass Familien mit Kindern mehr finanziell gefördert werden, dass mehr Güterangebote zur Verfügung stehen, dass allgemein Familien steuerlich entlastet werden und dadurch ja auch einen gewissen Beitrag, einen sinnvollen Beitrag für unsere Zukunft leisten können.